Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von How is Moon Magic Melody. Mein Name ist Christy und wir starten in einen neuen Morgen. Guten Morgen, Quinn. Wie geht's? Wie steht's? Ja, ich weiß. Ich liebe dich auch. Guten Morgen, Quinkel. Guten Morgen, Svenjo. Morgen ist Feuerfest. Müssen wir gucken, ob wir morgen irgendwas... Morgen ist Sonnenschein. Okay. Ist doch schon mal schön. Wir müssen scheren. Und ich muss mal gucken, was wir noch alles erledigen müssen. Erstmal gucken wir, müssen wir hier irgendwas reinballern? Ein Holzhalm bitte. Okay, kriegst du. Klauen einfach hier irgendeinen. Ja. Nehmen wir mal den hier. Ist sowieso mein Grundstück. Pfosten. Ja, so ein Pfosten. Wäre schön. Ich will jetzt noch mal eine Kleinigkeit von oben raus. Denn wir wollen ja auch langsam ein bisschen vorankommen. Daher hole ich jetzt mal was aus meiner geheimen Schublade. Und dann kann ich was überprüfen. Ist sowieso demnächst wieder Frühling. Ist okay. Ist okay. Ja. Dann heißt es auf ein neues. Gucken wir mal kurz, was die Hühner machen. Ja, wahrscheinlich picken sie vor sich herum. Das ist fast Bio. Aber nicht ganz. Hallo Marvin! Überdurchschnittliche gute bis Spitzenernte. Ertrag, meinte ich. Ernte ist es ja nicht. Mit zwei Ausnahmen. Ist okay. Ist okay. Noch all die Hühner füttern. Die freuen sich doch hier über. Ich hatte dich zwar hochgehoben, aber ist okay. Ab die Post. Henry ist schon wieder auf der anderen Straßenseite. Korrigiere auf der anderen Flussseite. Moin! Bisschen was für deine Optik. Bis dann. Gut. Hi Terry. Ja, kann ich mich schauen. Ups.
Gucken wir mal, was die Tiere heute machen. Heute ist auf jeden Fall Share-Tag. Also jetzt nicht Share von Teilen, sondern Share von Scheren. Zuvor kriegt ihr natürlich alle nochmal was Leckeres, Feines zu essen. Ich habe immer nicht nachgeguckt, wie viel Futter noch da ist. Ich denke, es ist genug. Frag mich, was eigentlich diese Trübe bringen. Anscheinend gar nichts. Das sind doch eigentlich die Wasserkrüge. Trüge. Oder haben sie hier drüben auch wieder so ähnlich wie bei den Hühnern? Nö. Müssten die Wassertrüge sein. Aber warum so tief? Warum sehe ich da kein Wasser drin? Ist die Leitung zugefroren? Unvorstellbar. So, dass morgen ja sonnig wird, brauche ich mir keine Gedanken machen, dass ihr euch den Arsch abfriert. Und Schneesturm ist auch nicht in Sicht. So, meine Lieben. Herr mit der guten Wolle. Das gleiche gilt auch für dich. Das sieht doch alles super aus. Alles feine Wolle. Oh. Ist anscheinend ein bisschen blöd, wenn ich gerade noch die Schere in der Hand habe, irgendwie zu wechseln. So, das bringt ordentlich an Money. Sechs, sieben, 7200 hat das jetzt eingebracht. Das heißt, demnächst können wir uns das nächste Grundstück kaufen. Das ist doch schön. Naja. Spitze Milch wieder. Das ist doch schön. Schön. Ich tue schon wieder die ganzen Dialekte, die ich irgendwo aufschnappe. Verschleudern, wie ich will. Das ist relativ gut heute. Überdurchschnittlich gut. Das freut mich doch. Gut, Geh mal davon aus, du brauchst noch mindestens einen Tag, oder? Wir haben sogar heute geschlossen. Ist Mittwoch. Ja. Was aber garantiert nicht geschlossen hat, wenn ich das auch weiß, ist die Bibliothek.
Und hier das Café. Oder das Gasthaus. Wohl eher. Tschüss! Übliche! Danke! Ciao! Warte, wir haben über 20.000, oder? Ja. Wir kommen sehr nah dran. Ich höre dich, aber ich lasse dich. Ich höre doppelt. Hallo Maria. Ich habe was gelesen. In einem Tagebuch. Ja. Bitte schön. Ciao. Woher ich ein Tagebuch habe? Wieder? Ciao. Das war knapp. Gott sei Dank hat sie nicht mitbekommen, dass ich ihr Tagebuch, als ich entsprechend bei ihr zu Besuch war, zuletzt mitgehen lassen habe. Hehehehe. Du hast immer noch keine neuen Sachen, oder? Ne. Naja, egal. So. Gucken wir mal, dass wir noch ein leckeres gutes Omelette machen. Und dann will ich mal später noch die neue Angel ausprobieren. Wir haben eindeutig zu viele Eier mit da. Irgendwas anderes aus Eiern machen. Und ich wiederhole mich ungern. Was sind das für große Eier, dass man die einzeln nur kochen kann? Oh, lecker Omelette. Fällt mir ein, ich wollte eigentlich ein Omelette noch machen. Mist. Egal. So. Dann probieren wir mal die Kupferangel aus. Wo können wir das am besten machen? Auf der Insel. Obacht! Hallo Delfin! Ab geht die Post! Und du bist schon wieder hier. So, dann will ich mal sehen. Wie gut ist die neue Angel? Also richtig aufladen können wir sie, glaube ich, nicht. Aber weiter schmeißen können wir alle mal. Ach, Sardine.
Was will ich mit der Sardine? Ich will diese Angel eigentlich aufladen. Irgendwie treibt sie irgendwo nirgendwo. Will wissen, was sie bringt. Maximum. Tun die jetzt irgendwelche Fische anlocken? Weil wie gesagt, so richtig aufladen konnte ich sie jetzt nicht. Kalmar hatten wir aber schon mal gehabt. Einfach mal gucken, was wir mit dem Teil machen können. Okay, die Bewegungsstörung ist nicht so geil. Ach, Sardine. Okay, jetzt habe ich sie eingefangen, toll. Was haben wir hier? Makrelenhecht. Okay, der ist schon mal ein bisschen besser. Und mal ein bisschen weiter werfen. Wow. Immer noch enttäuschend. Oh, das war blöd. Die Bewegungsstörung wieder. Was ist das? Halbschnabelhecht. Okay. Ist auch schon mal was Neues wieder. Diesmal. Ne, der reagiert doch. Wie sieht es bei dem aus? Leuchtkammer. Den hatten wir noch nicht. Normaler Kalmar. Ach komm, den nehmen wir mit. Schickt.
Einmal zurück, bitte. Dankeschön. Können wir gegebenenfalls noch eine Regenbogenfalle für unseren Bürgermeister. Fangen. Das ist aber ein Hässling. Habe ich jetzt doch eingepackt. Nee, warte, das ist doch die Ecke mit dem Hässling, oder? Ja, das ist die Ecke. Ja, schon wieder einer. Hier kommt das sein. Wir machen uns jetzt ins Bett. Ja, die arme Selu. Gut. Oh, meine liebe Quinn schläft schon. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, sage tschüss mal für Christopher und sage gute Nacht.